Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2. Wie explosiv ist die Lage im Nahen Osten nach dem israelischen Doppelschlag? In Beirut wurde der Militärchef der Hisbollah getötet und in Teheran der politische Führer der Hamas. Welche Konsequenzen kann das haben? Dazu ist der Sicherheitsexperte Nico Lange zu Gast in der Sendung. Spät berufen. Nach der langen grünen Blockade hat die ÖVP nun doch Finanzminister Brunner als neuen EU-Kommissar durchgesetzt. Doch zu welchem politischen Preis? Ungewollt. Erst seit wenigen Monaten gibt es in Vorarlberg Abtreibungen im Krankenhaus, aber Patientinnen und Personal fühlen sich durch Proteste bedrängt. Ismail Haniyeh war einer der Mitbegründer der Hamas und als Chef ihres Politbüros in Katar sowas wie der Außenminister und das öffentliche Gesicht der Terrororganisation. Gestern war er als Ehrengast bei der Amtsinführung des neuen iranischen Präsidenten und danach, spät in der Nacht, hat ihn mitten in Teheran eine Rakete getötet. Nur wenige Stunden, nachdem drei israelische Raketen im Süden von Beirut eingeschlagen waren und dort Fuad Shukr getötet haben, den geheimnisvollen Militärchef der Hisbollah, von dem es kaum Bilder gibt. Der Iran und die beiden mit ihm verbündeten Terrormilizen drohen und Israel mit Vergeltung, wie Verena Gleitzmann berichtet. Die Nachricht vom Tod des Hamas-Chefs verbreitet sich unter den Palästinensern heute wie ein Lauffeuer. Im Westjordanland machen Hunderte ihrer Wut Luft. In Gaza wird getrauert. Hier wurde Ismail Haniyeh geboren. Er war einer von uns, hat seine Kinder verloren, genau wie wir. Und nun haben wir ihn verloren. Das iranische Staatsfernsehen verkündet am frühen Morgen den Tod des 61-Jährigen. Um 2 Uhr nachts sei seine Residenz in Teheran von Raketen getroffen worden, heißt es. Dort war der politische Führer der Terrororganisation gerade zu Besuch, um bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Pezeshkian teilzunehmen. Seine Ermordung, eine schwere Demütigung für das iranische Regime, das keinen Zweifel daran hegt, wer für diese Provokation verantwortlich ist. So lässt das geistige Oberhaupt Ali Khamenei schriftlich wissen: Das kriminelle zionistische Regime hat unseren Gast in unserem Haus ermordet. Es wird eine harte Bestrafung geben. Auch die Hamas schwört Rache. Der Kampf gegen Israel werde nun eine neue Dimension bekommen, so ein Sprecher. Seit 2017 war Haniyeh Chef ihres Politbüros und als solcher für die diplomatischen Aktivitäten der Terrororganisation verantwortlich. Zuletzt lebte er in Katar und galt trotz der Nichtanerkennung Israels als Pragmatiker und wichtige Kontaktperson bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung der israelischen Geiseln. Seinen Tod will die israelische Armee heute nicht kommentieren, einen anderen aber sehr wohl. In einem Vorort von Beirut bombardieren sie gestern Abend dieses Gebäude. 3 Bewohner sterben, 70 weitere werden verletzt, doch das eigentliche Ziel ist er, Fuad Shukr, einer der meistgesuchten und ranghöchsten Kommandeure der islamistischen Hisbollah-Miliz. Fuad Shukr war die rechte Hand von Hisbollah-Führer Nasrallah. Er hat ihn bei der Planung zahlreicher Anschläge beraten. Und er ist für das Massaker auf den Golanhöhen verantwortlich, bei dem 12 Kinder ermordet wurden. Ein hochriskanter Doppelschlag gegen Israels Erzfeinde, der nun in der gesamten Region die Wogen hochgehen lässt und die Angst vor einer weiteren Eskalation schürt. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu warnt am Abend vor Vergeltungsschlägen. Für jede Aggression gegen Israel, egal von welcher Seite, wird ein hoher Preis gezahlt werden. Und nicht wenige fürchten, dass dieser Preis Krieg heißen könnte. Der UNO-Sicherheitsrat hat für den Abend eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Und via Skype bin ich jetzt mit Nico Lange verbunden, Sicherheitsexperte und Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lange, wie gesichert ist es eigentlich, dass tatsächlich Israel den Hamas-Chef Haniyeh getötet hat? Ja, Israel äußert sich dazu nicht und wird sich möglicherweise auch nicht äußern, weil das ja eine Operation war, die im Iran stattgefunden hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass Israel es war. Und damit, dass es im Iran passiert ist, ist ja auch eine Botschaft verbunden. Nämlich welche Botschaft? Niemand ist sicher. Wenn Israel einen Täter sucht für Verbrechen, für Angriffe, die gegen Israel begangen worden sind, dann kann Israel sie erreichen, egal wo, selbst im Iran.
Herr Nier war so etwas wie das öffentliche Gesicht der Hamas und der Chefverhandler auch der Terrororganisation. Was bedeutet denn sein Tod für die Hamas, aber auch für den Gazakrieg und für den Geiseldeal, der ja seit Monaten verhandelt wurde, auch mit Herrn Nier selbst? Ich kann nicht beurteilen, mit wem die israelischen Behörden derzeit über die Freilassung der Geiseln verhandeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das Herr Hanier war. Was aber klar ist, ist, dass er als politischer Kopf der Hamas Verantwortung trägt für die schrecklichen Verbrechen, die die Hamas begangen hat in Israel am 7. Oktober. Und dass er deswegen auch bei Israel auf der Liste der Feinde stand und, glaube ich, auch damit rechnen musste, dass, wenn Israel die Gelegenheit hat, ihn anzugreifen, diese Angriffe erfolgen werden. Aber wir dürfen eben bei all den Diskussionen, die wir gerade führen, die Angriffe des 7. Oktober der Hamas und die schrecklichen Verbrechen nicht vergessen. Nun wäre ja für Israel und für den Gazakrieg ein anderer Hamas-Führer viel wichtiger gewesen. Yahya Sinwar, der Hamas-Chef in Gaza, der auch als Kopf dieses Massakers vom 7. Oktober gilt. Warum tötet Israel den Exilführer in Teheran und nicht den Hamas-Kriegsherrn im Gazastreifen? Ich vermute, wenn es eine israelische Operation war, dass diese Operation ja auch von Gelegenheiten abhängen, von Informationen, von Aufklärungsergebnissen über Aufenthaltsorte und auch von Möglichkeiten des Zugriffs. Und hier scheint sich, wenn es Israel war, so eine Möglichkeit aufgetan zu haben. Für den Laien ist ja tatsächlich schwer vorstellbar, dass es leichter ist, jemanden im Land des Erzfeindes Teheran zu töten, einem Land, das höchst bewaffnet ist, das Israel tatsächlich extrem feindlich gegenübersteht und es nicht möglich ist, den Hamas-Militärführer im Gazastreifen, wenige Dutzend Kilometer von Tel Aviv weg, in 300 Tagen Krieg zu finden. Wie kann man das erklären? Ja, wenn Sie die Geschichte anschauen seit der islamistischen Revolution im Iran, dann sehen Sie, dass Israel immer wieder im Iran Anschläge verübt hat, Attentate, Leute umgebracht hat. Offensichtlich sind die israelischen Geheimdienste im Iran sehr gut vernetzt. Der scheidende iranische Geheimdienstchef hatte sich ja damit gebrüstet, dass er diese israelischen Netzwerke jetzt entfernen konnte, dass er dagegen etwas unternommen hat. Und Israel hat jetzt demonstriert, wir sind da, wir wissen, was passiert, wir haben die Informationen und wir können auch den Iran infiltrieren. Das ist sicherlich eine Botschaft, die im Iran vielen unter die Haut geht und die ja auch zusammen mit zum Beispiel dem amerikanischen Schlag mit einer Drohne vor einigen Jahren gegen einen führenden General der Revolutionsgarden, den Schlägen gegen Führer der Revolutionsgarden durch Israel vor einiger Zeit, ja auch die Botschaft an alle sendet, die im Iran politische Verantwortung tragen, sie könnten jederzeit zum Ziel werden. Wie wird denn der Iran darauf reagieren, wenn der Erzfeind Israel mitten in Teheran einen Ehrengast des Regimes ermordet? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Dilemma für den neuen Präsidenten des Iran, der ja seinen ersten Tag im Amt hatte. Und Iran wird überlegen, wie man da jetzt damit umgehen kann. Ich glaube aber, dass es Anzeichen gibt, dass der Iran da jetzt nicht in einen Krieg ziehen wird mit Israel. Und das gab es ja auch Aussagen aus den USA, dass es Möglichkeiten gibt, einen regionalen Krieg zu vermeiden. Und es jetzt dabei zu belassen, dass Israel diese Schläge ausgeführt hat. Es waren ja zwei an einem Tag. Es war der Schlag gegen den Hamas-Führer, aber auch gegen einen führenden Kopf der Hisbollah, der ja für einen Anschlag im Norden Israels verantwortlich war. Genau, Israel hat innerhalb weniger Stunden die Nummer zwei der Hisbollah in Beirut getötet und einen der wichtigsten Führer der Hamas in Teheran. Worauf ja die Hisbollah, die Hamas und der Iran irgendwie reagieren werden oder reagieren müssen, sogar möglicherweise, während in Gaza der Krieg weitergeht. Eröffnet Israel da nicht gerade sehr viele Fronten gleichzeitig? Ich finde es nicht ganz richtig, wenn wir sagen, jetzt müssen Hisbollah und Hamas reagieren. Denn Israel hat ja das Recht, sich zu verteidigen und Israel hat reagiert auf die schrecklichen Verbrechen des 7. Oktober und auf einen, wie ich finde, furchtbaren Anschlag auf fußballspielende Jugendliche im Norden Israels. Jeder wird doch Israel das Recht zugestehen, sich zu verteidigen. Und für die Eskalation sind ja diejenigen verantwortlich, die diese Angriffe zunächst einmal auf Israel begangen haben. Ich hoffe, dass es jetzt Gespräche gibt, dass man es jetzt bei diesen Dingen bewenden lassen kann und dass ein regionaler Krieg vermieden wird. Das ist ja nach dem 7. Oktober schon gelungen. Und das wäre auch jetzt gut, insbesondere mit Blick auf den Süden Libanons.
Das deklarierte Kriegsziel Israels in Gaza ist es, die Hamas militärisch zu vernichten. Nach 300 Tagen Krieg und rund 40.000 Toten in Gaza, ist das noch irgendwie ein realistisches Ziel? Ja, die Operationen der israelischen Streitkräfte in diesem dicht besiedelten Gebiet sind sehr schwierig. Aus militärischer Sicht haben sie in diesen Operationen einiges erreichen können. Ich kann derzeit nicht beurteilen, wie viele Kämpfer der Hamas dort noch sich verstecken und wie schwierig weitere Operationen sein können. Aber es scheint sich abzuzeichnen, dass eine vollständige Zerstörung aller Hamas-Kämpfer auf diese Art und Weise nicht möglich ist. Die Frage ist, was passiert im Norden Israels in den nächsten Tagen und möglicherweise Wochen? Wie geht es mit dem Libanon weiter? Und natürlich gibt es eine politische Frage, die über allem steht, nämlich die, wer wird Präsident der Vereinigten Staaten in Amerika und was kann der ausgehende Präsident Biden eigentlich noch erreichen, um dort zu zumindest Prozessen zu kommen, die einem Frieden näher kommen. Man muss realistisch davon ausgehen, dass diese Konflikte weitergehen, zumindest bis klar ist, wer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Sagt Sicherheitsexperte Nicole Lange. Aus den MINT-Gründen haben wir das Skype-Gespräch am Abend aufgezeichnet und damit nach Österreich bzw. nach Brüssel. Die türkis-grüne Koalition hat sich heute nach langem Streit darauf geeinigt, wen sie als österreichischen Vertreter in die nächste EU-Kommission schicken wird. Und es ist Finanzminister Magnus Brunner. Der war seit langem der türkise Favorit, aber die Grünen hatten Brunner bisher blockiert. In ihrem geheimen Sideletter zum Regierungsabkommen hatten die Koalitionspartner 2019 vereinbart, dass die ÖVP den neuen Kommissar nominieren darf. Aber die Grünen wollten davon zuletzt nichts mehr wissen. Dass sie den ÖVP-Kandidaten nun doch akzeptieren, wird nach jeder politischen Logik nicht ohne Gegenleistung passieren. Patrick Ruska und Vanessa Gruber berichten. Es war ein langes Gezerre. Über Wochen haben ÖVP und die Grünen um eine Einigung auf einen EU-Kommissar gerungen. Während andere Mitgliedstaaten schon länger Kandidatinnen und Kandidaten nominiert haben, steht in Österreich erst seit heute fest, Finanzminister Magnus Brunner soll den Top-Job in Brüssel antreten. Mit der Nominierung Brunners widersprechen ÖVP und die Grünen dem expliziten Wunsch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, wonach jedes Land eine Frau und einen Mann nominieren solle. Viele Mitgliedstaaten ignorieren das allerdings, darunter eben auch Österreich. Kann das Auswirkungen auf die Ressortverteilung in Brüssel haben? Ja, das ist schon zu befürchten, weil Österreich hat sich ja vor allem einmal ziemlich viel Zeit gelassen aufgrund der koalitionsinternen Streitereien, diesen Kommissar zu nominieren. Das heißt, der Faktor Zeit spricht schon mal gegen Österreich, denn viele Länder waren schneller und haben ihre Kommissare bereits nominiert und auch mit einem Wunschressort. Es ist nicht unrealistisch. Allerdings haben schon einige Länder Bedarf angemeldet, ein großes Portfolio, ein mächtiges Portfolio, ein Portfolio zu bekommen, das mit Geld zu tun hat. Das sind üblicherweise die Mächtigen. Wir reden da über Portfolien wie Wettbewerb, Handel oder auch den Haushalt, das, was Österreich bisher innehatte. Und es gibt aber nur ganz wenige Jobs in diesem Bereich zu verteilen. Und da wird Frau von der Leyen klug sortieren müssen. Brunners Name war eigentlich schon länger im Rennen. Bisher haben sich die Grünen allerdings quergestellt, einem zu Koalitionsbeginn vereinbarten Sideletter zum Trotz. Jetzt aber hat sich die ÖVP durchgesetzt. Die Grünen erwarten sich im Gegenzug die Umsetzung einiger blockierter Vorhaben. Dem Vernehmen nach soll beim nationalen Energie- und Klimaplan etwas weitergehen, die geplante Sicherheitsstrategie fertiggestellt und der Ausstieg aus russischem Gas vorangetrieben werden. Außerdem soll auch bei anderen offenen Postenbesetzungen Schwung in die Sache kommen, Stichwort Österreichische Nationalbank und Bundesverwaltungsgericht. Die Besetzung des Vorstands der Finanzmarktaufsicht mit der stellvertretenden Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Mariana Kühnel soll laut den Grünen vom Tisch sein, so die Austria Presseagentur. Fest steht, mit Finanzminister Brunner wird jemand nach Brüssel geschickt, der eine klassische ÖVP-Karriere hinter sich hat. Dass er derzeit wegen hoher Staatsausgaben in Kritik steht, fällt auch in Brüssel auf. Als Finanzminister sollte er über Kenntnisse verfügen, die ihn womöglich für ein höheres Amt in der neuen Kommission qualifizieren. Ein wenig getrübt ist dieses Bild vielleicht dadurch, dass er als Finanzminister in Österreich ein wesentlich höheres Budgetdefizit als ursprünglich angekündigt zu verantworten hat. Bis Brunner wirklich Österreichs EU-Kommissar wird, wird es noch dauern. Zuerst muss der Hauptausschuss im Parlament zustimmen, das ist wohl reine Formsache. Und dann muss sich Brunner noch im EU-Hearing behaupten.
Seit fast 50 Jahren sind Schwangerschaftsabbrüche innerhalb der ersten 3 Monate in Österreich straffrei. Aber auch ein halbes Jahrhundert nach Einführung der Fristenlösung ist in manchen Teilen des Landes der Zugang zu Abtreibungen immer noch schwierig. In Vorarlberg etwa ist das erst seit Anfang dieses Jahres in einem Krankenhaus möglich. Aber auch das wollen fundamentalistische Abtreibungsgegner nicht akzeptieren und protestieren regelmäßig vor dem Spital. Personal und Politik fordern jetzt eine Schutzzone für die Patientinnen. Aber auch das ist schwierig, wie Christiane Baumgartner berichtet. Schwangerschaftsabbrüche in Vorarlberg, eine nicht enden wollende Geschichte von Problemen. Bis vor kurzem gab es nur einen mittlerweile pensionierten Arzt. Nach anfänglichem Widerstand der ÖVP werden nun im Landeskrankenhaus Bregenz Abbrüche durchgeführt. Jetzt berichtet eine Patientin, innerhalb der 3-monatigen Frist abgewiesen worden zu sein. Aus terminlichen Gründen versichert das Spital. Und es gibt weiteres Ungemach. 3-mal die Woche stehen Abtreibungsgegner vor dem Krankenhaus. Aber nur um zu beten, so ein Pfarrgemeinderat. Geboren von der Jungfrau Maria. Wir sind ja weit genug vom Krankenhaus entfernt. Wir belästigen weder die Patienten noch das Personal. Für den Leiter der gynäkologischen Abteilung unerträglich. Das ist ein Zustand, der für mich dauerhaft gegenüber unseren Patientinnen nicht vertretbar ist. Da kommen Menschen, die gerade schlechte Befunde bekommen haben. Da sind Frauen, die ihr Kind unfreiwillig verloren haben und so weiter. Also wir haben ein ganzes riesiges Potpourri an Sorgen und Ängsten, die Patienten mitbringen und müssen sich dann dem noch aussetzen. Das Krankenhaus hat eine Hecke als Sichtschutz gepflanzt. Ohne Erfolg. Es brauche eine Bannmeile oder Schutzzone, so die Forderung an die Politik. Rechtlich schwer umsetzbar, sagt der Bezirkshauptmann und ÖVP-Gemeindepolitiker. Meine Einschätzung ist eher, dass man keine solche Verordnung machen kann, weil es eben diesem bestehenden Versammlungsrecht widersprechen würde. Auch in Wien wurden in der Vergangenheit zahlreiche Patientinnen vor Abtreibungskliniken von religiösen Fundamentalisten belästigt, wie eine Umfrage des Gynmed-Ambulatoriums zeigt. 2005 wird das Landessicherheitsgesetz geändert. Wer Patientinnen belästigt, kann von der Polizei weggewiesen werden. Wirklich abschreckend war 2010 die Einführung von Strafen bis zu 700 Euro. Wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht. So ein Gesetz zu haben und natürlich auch Strafen zu haben, hat eine hohe Symbolkraft. Und wenn es doch zu Übergriffen kommt, wenn es doch zu Gewalt, man muss es eigentlich so nennen, kommt, durch Abtreibungsgegner und Gegnerinnen, dann kann die Wegweisung auch greifen. Sowohl SPÖ als auch Grüne fordern seit langem Schutzzonen auf Bundesebene. Es scheitere nicht an rechtlichen Möglichkeiten, sondern am politischen Willen. Am Wiener Landesgericht ist heute Abend ein neuer Prozess gegen den IS-Terroristen Lorenz K. zu Ende gegangen. Der heute 25-Jährige wurde schon 2018 wegen Anstiftung zum Mord zu 9 Jahren Haft verurteilt. Heute kamen noch einmal 16 Jahre dazu. Lorenz K. habe über ein illegal beschafftes Handy aus dem Gefängnis heraus versucht, einen Deutschen für ein islamistisches Attentat anzuwerben. Außerdem hat der mittlerweile 25-Jährige während seiner Haft über Insta und Telegram weiterhin IS-Propaganda verbreitet. Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 2018 wurde Lorenz K. bereits zu 9 Jahren Haft verurteilt, weil er einen damals 13-Jährigen zu einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im deutschen Ludwigshafen angestiftet hatte. Der Sprengsatz ist dann glücklicherweise nicht detoniert. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Die Inflation in Österreich ist im Juli auf 2,9% gesunken. Das ist die geringste Teuerungsrate seit 3 Jahren. Die Preise für Lebensmittel sind nicht so stark gestiegen wie in den Monaten davor. Die Kosten für Energie sind sogar leicht zurückgegangen. Im Euroraum liegt die durchschnittliche Teuerung bei 2,6%. Russland hat in der Nacht Ziele in der ganzen Ukraine mit 89 Kampfdrohnen angegriffen. Allein über dem Raum Kiew wurden mehr als 40 Drohnen gezielt. Die Militärverwaltung von Kiew spricht von einem der stärksten Angriffe seit Beginn des Kriegs vor fast 2,5 Jahren. Venezuelas sozialistischer Machthaber Nicolas Maduro hat den obersten Gerichtshof mit der Überprüfung der umstrittenen Präsidentschaftswahl beauftragt. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor. Zahlreiche Staaten fordern die Veröffentlichung der Detailergebnisse. Bei Protesten gegen das Wahlergebnis sind bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen.
Nach einem Messerangriff in der britischen Küstenstadt Southport, bei dem am Montag 3 Mädchen getötet worden sind, hat es schwere Ausschreitungen gegeben. Nach Falschmeldungen, der Täter sei ein muslimischer Asylwerber, haben rechtsradikale Polizisten angegriffen, eine Moschee mit Steinen beworfen und Autos angezündet. Die österreichische Judoka Michaela Polares hat die erste österreichische Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris erkämpft. Die 27-jährige Niederösterreicherin holt sich gegen die Spanierin Aitzunoda Rostand Bronze in Judo der Klasse bis 70 Kilogramm. Herzlichen Glückwunsch. Seit 1946 amtiert in der Wiener Hofburg der Bundespräsident. Im einstigen Schlafzimmer von Maria Theresia zum Beispiel gelobt er neue Regierungsmitglieder an. Weil aber die frühere Herrschaft sehr viel mehr Personal beschäftigt hat als ihre republikanischen Nachfolger, gibt es direkt unter den Amtsräumen des Präsidenten bis heute das sogenannte Monturdepot, die früheren Umkleideräume der kaiserlichen Dienerschaft. Dieses historisch bemerkenswerte Ensemble wird ab morgen jedoch ausgeräumt. Hier soll ein neues Sicherheitszentrum entstehen. Zum Entsetzen so mancher HistorikerInnen, berichtet Christian Hoffmann. Was hinter den dicken Mauern, hinter diesen vier Fenstern in der Wiener Hofburg schlummert, wissen wohl nur die allerwenigsten. Auf 2 Etagen findet sich hier das letzte noch existierende Zeugnis der Tätigkeit von Hunderten von Bediensteten der Monarchie. Dreharbeiten wurden uns aus Sicherheitsgründen untersagt. Es sind jedenfalls Kästen, millimetergenau und direkt an das Gewölbe der Räumlichkeiten angepasst, in denen heute noch Hofkleider und Hofuniformen hängen. Eine kleine Auswahl ist auch in der kaiserlichen Wagenburg bei Schloss Schönbrunn ausgestellt. Das Monturdepot hat den Zerfall des Habsburgerreiches ebenso erlebt wie die beiden Weltkriege. Seit vielen Jahrzehnten wird dieser Raum vom Kunsthistorischen Museum genutzt. Die für die Hofburg zuständige Burghauptmannschaft hat nun das Museum aufgefordert, den Raum zu räumen. Es soll sicherheitsrelevante Gründe dafür geben. Die Burghauptmannschaft will in der Präsidentschaftskanzlei einen Raum für dringende Adaptierungsmaßnahmen schaffen, so heißt es in einer Aussendung, um, Zitat, zeit- und objektmäßige Sicherheitsstandards optimal gewährleisten zu können. Was das genau heißt, kann oder will uns niemand sagen. Man hört jedenfalls von einer Art Sicherheitsschleuse, einem Sicherheitsraum, der entstehen soll. Und da würden sich diese Räumlichkeiten am besten anbieten. Aber Plan dürfte es noch gar keinen geben, auch beim Bundesdenkmal. Denkmalamt wurde noch keine Genehmigung angefordert. Die prunkvollen historischen Monturen werden dann nach Himberg in das Zentraldepot des Kunsthistorischen Museums gebracht. Aber was mit allem anderen hier passieren soll, ist offen. Schriftlich wird mitgeteilt: Die Burghauptmannschaft Österreich möchte jedoch festhalten, dass eine dem kulturhistorischen Wert der Objekte entsprechende Lösung erarbeitet wird und in weiterer Folge entsprechende Optionen geprüft werden. Kunsthistoriker und Mitglied der Akademie der Wissenschaften Arthur Rosenauer spricht von einem Schildbürgerstreich und von Leichtsinnigkeit. Würde das Monturdepot in seiner Form verschwinden? Die kleinen Leute bei Hof, die Dienerschaft, die übrigens auch dokumentiert ist, das ist bisher unterbelichtet. Und dass gerade wir in unserer Zeit da keinen Wert drauf legen wollen und das nicht erhalten haben wollen, das scheint mir einfach rätselhaft. Die Burghauptmannschaft prüft jedenfalls auch das Vorhaben, den gesamten Raum ab Anfang September abzubauen. Wo dann der Platz wäre, die massiven Eisenkonstruktionen und zahlreichen Holzkästen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, scheint aber niemand noch zu wissen. Und eine herbe Niederlage haben Ex-Fußballstar Toni Polster und sein Anwalt heute vor Gericht erlitten. Polster hat beim ÖFB 3 Tore eingeklagt, die er bei inoffiziellen Länderspielen in den 1980er Jahren geschossen hat. Er habe für das Nationalteam nämlich nicht nur 44 Mal getroffen, wie die offizielle ÖFB-Statistik sagt, sondern eben 47 Mal. Aber der Richter hat die Klage abgewiesen. Der Fußballverband könne selber entscheiden, wie er seine Statistik führt. Jetzt überlegt der Torjäger, weniger überraschend in Berufung zu gehen. Immerhin stammt ja von ihm der schöne Satz: Für mich gibt's nur entweder oder, also entweder voll oder ganz. Das Wetter. Das Wetter stellt sich um. Von Nordwesten nähert sich ein Tief. Das bringt allmählich wieder feuchte Luft in den Alpenraum und damit werden Schauer und Gewitter häufiger.
Der morgige Donnerstag beginnt noch zeitweise sonnig und es wird wieder sehr warm mit 26 bis 32 Grad, zum Teil auch schwül. Mit Westwind breiten sich tagsüber dann Schauer und Gewitter aus. Einzelne können neuerlich heftig ausfallen. In der Folge ist es unbeständig mit einem Mix aus Sonne, Wolken und gewittrigen Schauern. Mit Wind aus West bis Nordwest geht die Temperatur dabei ein wenig zurück. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal und Donald Trumps verhängnisvolle Affäre mit dem ehemaligen Pornostar Stormy Daniels. Für die Porno-Darstellerin und Regisseurin hatte die kurze Begegnung mit Trump weitreichende Folgen. Nach diversen Gerichtsverfahren ist sie hoch verschuldet. Nach wie vor ist Stormy Daniels Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt und lebt in ständiger Angst vor der Rache der Trump-Anhänger. Trump selbst wurde wegen der unrechtmäßig verbuchten Schweigegeldzahlungen heuer als erster ehemaliger US-Präsident strafrechtlich verurteilt. Mehr dazu jetzt im Weltjournal. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.